Neue Folge Mafia 3. Herzlich willkommen zurück. Wir müssen zu Donovan, um zu schauen, wo sich denn Saul Marcano aufhält. So weit sind wir schon gekommen. Und da werden wir jetzt auch noch weiterkommen. Ich bin gespannt, was da kommt. Also die letzte Mission war einfach wieder unbeschreiblich. Das ist so ein Gefühl in Mafia. Was noch ein bisschen gefehlt hat, wäre Musik gewesen. Ist aber auch nicht schlecht. Also sonst hätte ich eh wieder nur Probleme bekommen mit dem Video. Aber, so, jetzt können wir doch da irgendwo... Hier können wir doch rüber. Bringt's das? Ja. Wäre schon geil. Wenn wir dann nicht im Wasser landen, wie letztes Mal. Als wir das versucht haben. Hui! So, ja, ich bin gespannt, was uns da noch erwartet. Und es gibt einfach so Augenblicke wie der letzte Folge. Da ist einfach geil, dieses Spiel. Das ist vor allem dann, wenn die Unterbosse weg sind und nur der große Boss ist. Dann haben sie sich was Spezielles einfallen lassen. Was dann auch wirklich sehr abwechslungsreich gemacht ist. Also so ein Kreuzfahrtschiff nimmst du nicht jeden Tag auseinander. Es war auch realistisch gemacht, es schwankte. Es war nur dann, wenn man irgendwo durchgegangen ist. Aber das ist ja nicht so schlimm. Da kann ich noch drauf verzichten, dass es währenddessen schwanken muss. So, bald haben wir es geschafft. Und ich schau da mal, was mit dem DLC noch kommt, ob man da noch irgendwas spielen kann, was sich lohnt. Wenn es jetzt ein DLC ist, was sich nicht lohnt. Wenn es Auto-Jump ist, wie der, dann werden wir es natürlich nicht spielen. Es muss sich schon irgendwie lohnen. Hallo, kann weitergehen. Ja, aber erstmal schauen, was er zu sagen hat. Du bist ja von der ganz schnellen Truppe. Dein kleiner Amoklauf wird Typen aufscheuchen, mit denen ich auf keinen Fall was zu tun haben will. Das kann ich mir vorstellen. Zum Glück gibt's nichts, das ich nicht mit ein bisschen Supersprit aus der Welt schaffen ließe. Mit ein bisschen Glück halte ich sie mir damit vom Leib. Für ein Weilchen zumindest. Aber immer der Reihe nach. Erst müssen Georgie und Sal ins Gras beißen. Hör dir das an, wird dir gefallen. Ja. Dieses dreimal verwurstete Scheiße! Lou ist tot. Er war an der Andrew-Jackson-Statue festgebunden im French Ward. Ausgenommen und aufgeschlitzt wie ein Kabeljau. Ach, verdammte Scheiße. Das war dieser verdammte Nigger Lincoln Clay. Und wenn du deinen Job richtig gemacht hättest, würden wir es nicht in der Scheiße stecken. Du warst doch auch da. Ich habe ihn genau in seinen Kopf geschossen. Du hast nur einmal geschossen. Ich habe überall Schulden gemacht. Alles habe ich versucht. Aber gebracht hat es überhaupt nichts. Wir sind am Arsch. Ich bin am Arsch. Ist doch Blödsinn. Noch haben wir ein paar Leute. Wir ziehen los und suchen diesen Schwanzlutscher. Jeder Haifisch in dieser Stadt riecht, dass Blut im Wasser ist. Mein Blut. Verstehst du das? Sie würden ihre eigene Mutter verkaufen, um mir die Birne wegzupusten. Glaub mir, nicht einmal 10 Minuten würde ich da draußen überleben. Red doch nicht so'n Quatsch. Vergiss nicht, du bist Sal Marcano. Und bisher sind wir aus jeder Scheiße wieder rausgekommen. Trommel alles zusammen, was wir noch haben. Die Jungs sollen sofort zum Casino kommen. Und wenn Lincoln Clay auftaucht, tun wir alles, was in unserer Macht steht, um diesen dreckigen Nigger in den Boden zu stampfen. An Ort und Stelle. So wird es gehen. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Geh. Ich hätte wissen müssen, dass Marcano sich im Casino verschanzt. Wenn du die Brücke nimmst, hast du freie Bahn. Du weißt, das wäre ohne dich niemals möglich gewesen. Ist mir lieber, als in einem gottverdammten Büro zu verrotten. Und wenn du die Arschlöcher erledigt hast, komm zu mir. Ich denke, ich häng drüben beim Padre rum. In Ordnung.
Zeig ihm, wer der Boss ist. Geile Musik. Und jetzt brennt alles nieder. Komm. Boah, das hätte ich jetzt gerne gesehen. Geh zum Casino. Hä, ist das Casino? War das Casino hier oben? Das habe ich gar nie. Ach so, ich dachte immer, das sei da unten, da. Irgendwo da unten, da. Deshalb ist das Ganze hier noch eingezeichnet. Jetzt wissen wir es. Okay. Selbstverständlich gehen wir dahin. Das ist ja die Aufgabe für diese Folge. Munition ist voll. Keine Medikits, also müssen wir noch einmal schnell den rufen. Und vielleicht auch noch den. Kommt den. Bin dabei, Junge. Ich lass dich schon mal warm laufen. Zeig mir mal, was du alles machst. So. Ich möchte noch eine andere Sekundärwaffe. Die war doch doof. Die. So, und vielleicht noch, sind wir alles voll. Nur hier wieder so umstalten. Da gibt es hier eine Karre für uns, die Musik spielt. Das wird leider mein Video wieder ruinieren, aber egal. Ich weiß das zu schätzen. Denn gerade diese Musik bringt ja auch die Stimmung hier rein. So. Jetzt haben wir nicht das schnellste Auto, aber ein massives. Oh ja. Bei dem ich schon Angst gehabt habe, hier über die Leitplanke zu fahren. Zum Glück weiß ich ja, dass wir gleich die Spur wechseln können. Weil wir da auch schon so eine, ja, hier an diesem Punkt eine Kapitalniederlage hatten. Beim Rennen, da mag ich mich erinnern. Natürlich fahre ich da mitten rein und schon war das Rennen verloren. Als erster, da wohlgemerkt. Gleich gegenüber der Polizei. Da passiert nichts. Nochmals Glück gehabt, hä? Okay, der Weg ist weit. 2000 Meter. Der Weg ist sehr weit und danach, also das wird jetzt, ich weiß es nicht, aber vielleicht wird es mal die vorerst letzte Folge heute. So genau weiß ich es halt nicht, was uns da noch alles erwartet und was danach kommt. Ob man dann auch überhaupt frei rumläuft oder wie in Just Cause 3 alle Bezirke wieder zurücksetzen kann. Kann ja auch sein. Nochmal spielen kann. Dann würde ich auf jeden Fall die Kreuzfahrt nochmal spielen. Oder hat es noch einen besseren Moment gegeben? Der Überfall, der wäre auch geil. Und es würde sicher noch andere Sachen geben, dass es quasi so einen Sandkastenmodus hast. Oder einfach jede Mission auf Abruf nochmal spielen kannst. Das fände ich cool. So, ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja, wir sind schon bald da. Und die Brücke ist doch... Ist sie erst im Bau oder ist sie... Wir waren mal da. Wir waren sogar mal da, weil wir dachten, wir müssen jetzt schauen, was da abgeht. Aus irgendeinem Grund waren wir da. Ja, hier ist auch schon gesperrt. Damals war hier aber zu, glaube ich. Und da hinten sieht man schon das neue Casino. Schaffe es hinein. Da ist das Casino. Okay. Und da setzt der Regen ein. Pünktlich dazu. Das ist die neue Straße hier. Über den Wolken. Nee, über den Fluss.
der Stadtteil hier hinten, der ist aber auch belebt, oder? Ich weiß es jetzt nicht, weil hier waren wir noch nie. Da ist auch alles frisch geteert, das ist noch abgesperrt. Das ist kurz vor Veröffentlichung, hier wird gebaut. Da wird da überall gebaut und das ist der Airport, wie ich das mal gesagt habe. Sieht man auch. Hotel Casino Paradiso. Genau. Und hier ist einfach kein Mensch unterwegs. Open soon. Ja, wieso hat es ein Schild, wenn hier sowieso keiner langfährt? Ich muss aber sagen, es sieht echt nice aus. Also, der hätte schon was sehr Schönes gebaut. So, hier ist der Haupteingang. Finde Georgie, das ist die erste Aufgabe. Ich schleiche mich erstmal hier hoch. Da sind überall Gegner. Okay. Also ich glaube, das Einfachste ist hier einfach die Knarre zu zücken. Nur noch schnell ausloten. Also da ist jeweils abgesperrt. So, hat keiner gemerkt. Hier kommt man nicht lang, okay. Und auch hier, wenn du von der Straße kommst, es sieht echt schön aus hier. Leider alles noch im Bau und nicht fertig geworden. Das sind alle Männer, die sie noch haben und die werden wir jetzt auch noch verbraten. Wo rennen die hin? Ich dachte gerade, die rennen nach außen. So, das haben wir hier eben die beste Position. Dass sie uns da nicht von hinten angreifen können. Ja, der Sniper wäre cool. So, da hinten ist noch irgendwo einer. Wir regeln das hier und jetzt. Sal Mercado wird wahrscheinlich wohl der Letzte sein. Darum kommt zuerst der Sohn. Der sieht hier echt schön aus, also. Töten ist etwas anderes als mich zu töten. Scheiße. Ja, scheiße. Das war also der Eingang und jetzt geht's weiter hier. Hier sind anscheinend die Büroräumlichkeiten. So, wenn es hier schon eins gratis gibt. Überlass das den Jungs unten. Die werden für sowas bezahlt. Ich bin nicht hergekommen, um zuzusehen, wie jemand anders die ganze Arbeit macht. Ich bin hier, um den Wichser zu begraben. So
keine Sorgen zu machen. Und hier steht sogar ein Wagen bereit. Das ist doch ne. Die haben das absichtlich gemacht, um jetzt da reinzufahren. Ganz einfach. Das mache ich jetzt auch. Wind ist klar. Okay, der Special Edit. Oh ja. Special, dass man gleich mit den Leuten ist. Sehr geil animiert, aber ich glaube. So, schnell die umlegen und jetzt hier in Deckung. Beschützen, Georgie. Es ist vorbei. Auch das fand ich wieder sehr gut animiert. So. Meinst du, ich dreh mich einfach auf den Rücken wie ein verdammter Köter? Fick dich doch! Da sind also die Automaten aufgestellt, wie ich erst jetzt merke. Aber aus dem Grund, weil ich halt auf. Ja, ich muss halt schauen, von wo werden wir. Von wo werden wir angegriffen, ganz einfach. Diese Gitterstäbe hier. So geht's ein bisschen besser, wir müssen auch ein bisschen sparen. Von da oben oder wie? Oh, eine schöne Bar hier. Ich schau's mir erstmal an, die sind ja easy. So, der ist tot. Diese geile Knarre, muss ich sagen. Ja, allzu viele Männer haben sie nicht mehr. Zum Glück kommt da gerade Munitionsnachschub geliefert. Oh. Ja, hat mich voll getroffen. So, wie sieht's aus? Ist da noch einer? Was ist hier hinten? Nichts. Gut. Ich will es mir schon noch ein bisschen anschauen, was wo geht's denn hier hin? Ah, so elegant nach unten. Ah ne. Vielleicht müssen wir da auch lang nachher. Kann auch sein. Georgie ist glaube da oben. Ja, hättest du nur zweimal auf mich geschossen oder mehr. Bist du dir sicher? Ja, erstmal das holen. Haben sie auch noch versteckt hier. So, auf dieser Seite ist genau die gleiche Bar. Zum Glück bin ich abgehauen, ehrlich gesagt, weil da kamen nochmals etwa 10 Leute.
merkst es nicht. Kann mich nicht mehr. Oder sind die alle da oben? Hab einen entdeckt, Jungs! So, spritze rein. Hast du. Schleich dich um ihn herum. Hier muss irgendwo noch ein Gemälde liegen. Hier, so. Ein Medikit tut immer gut. Geh in Deckung. Wenn wir eins so auf Vorrat haben, ist nicht schlecht. Hier ist eine Tür. Und da geht's nach oben. Ah, das ist das Gleiche. Man hätte auch schnell hier reinrennen können, wahrscheinlich. Aber wir haben ja lieber die Atmosphäre genossen. Was haben wir denn hier? Scheiße! Er hat mich fest im Griff! Scheiße! Er hat mich fest im... Schaff mir diesen Wichser vom Hals! Scheiße! Er hat mich fest im... Rechte Seite ist safe. Oh, keine Schüsse mehr. So, jetzt schlage ich dich ab hier. Oh, ich kann es leider nur so beenden. Aha. Dämlicher Motherfucker. Ich hatte gedacht, du wärst mein Freund. Dass du mir und Alice helfen würdest. Aber du hast mich nicht umgebracht, weil ich Nein gesagt habe, sondern weil du dachtest, ich sei dein Eigentum. Dein kleiner Nigger. Es ging nie um uns zwei. Sondern um meinen Alten. Um meinen Vater. Ich würde alles für ihn tun. Ist wie mit dir und Sammy. Na, dann weißt du ja, wieso ich das jetzt tue. Mit wem es endet, oder? Oh, das kann ich fast nicht anschauen. Ist jetzt aber auch nicht High Definition gemacht, ehrlich gesagt. Oh, da kommt der Lift. Und wir sind oben angelangt. Konfrontiere Makado. Hier ist es noch ganz im Bau. Wenn man hier so rumschaut. Kickback verfügbar. Ja, das interessiert mich genau jetzt. Aber auch da sehr schön gemacht. Also das Casino war wirklich ein Traum, rein zu werden. Und ich finde es ja nur schon schön, dass die rein werden wollten. Weg von den Geschäften. Aber jetzt kommt der Dialog. Als ich in diese Stadt gekommen bin, war sie das hinterletzte Drecksnest. Jetzt sieh sie da an. Zeig mir deine Hände. Das, was zwischen uns war, ist vorbei, verstehst du? Es war vorbei, als du hier raufgekommen bist und nicht mein Sohn. Willst du einen Drink? Okay. Den habe ich importiert. Aus Schottland. Mag er immer gerne. Single Malt. Eigentlich trinke ich Bourbon, aber ich dachte mir, für die Casino-Eröffnung besorge ich mal was mit etwas mehr Klasse. Aber mit dem Casino wird's ja wohl nichts, nicht wahr? Sieht nicht so aus. Setz dich ruhig. Ich lauf schon nicht weg.
nicht übel. Ich trinke lieber Schwarzgebrannten. Ungefähr einen Monat, nachdem mein Bruder Lucio tot war, bekam ich plötzlich Albträume. In einem war ich auf einem Boot. Und eine riesige Welle kam und spülte mich über Bord. Ich fiel ins Wasser und ging unter wie ein verdammter Stein. Und dann gab's noch einen, wo Schlangen mich zu Tode gebissen haben. Aber der schlimmste Albtraum von allen war Georgies Beerdigung. Wie er da lag in diesem lausigen Sarg. Die Kehle durchtrennt wie Lucio. Das war wirklich der Schlimmste. Und das träumte ich alle 3 bis 4 Tage. Ich habe einen, da bin ich in Nam. Ich schlafe in einem Erdloch. Da kommen so düstere Gestalten aus der Dunkelheit. Ich versuche mich zu wehren, aber sie überwältigen mich und fesseln mir die Hände. Dann werde ich geknebelt, damit ich nicht schreien kann. So kann ich die nicht warnen, die neben mir schlafen. Und da liege ich und höre, wie sie alle sterben. Das wird man wohl nicht so schnell los, sowas. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Was du hier siehst, war alles dazu gedacht, dass mein Albtraum nicht wahr wird. Und jetzt sieh mich an. Ich habe viele auf dem Gewissen, mehr als ich zählen kann. Der eine Mensch, den ich nie sterben sehen wollte, war mein Sohn. Und jetzt ist er tot. Ja. Jetzt ist er tot. Mein Sohn ist tot. Und ich trinke Whisky mit seinem Killer. Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was ich getan habe. Wenn ich das täte, wär's gelogen. Ich bin nun mal keiner, der groß Scham empfindet für seine Taten. Das war ich noch nie. Ich wollte mir hier keine Entschuldigung abholen. Ja, das weiß ich doch. Scheiße, mir war immer klar, wer du bist. Von der ersten Sekunde an, wo ich dich im Country Club gesehen habe. Wir zwei sind eben nicht wie eins. Wir beherrschen nur eins. Nur darin sind wir gut. Ich werde auf dich warten, Lincoln Clay. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Ich weiß. Worauf wartest du noch? Ich weiß. Endlich verflucht. So, schnell, ich gehe schnell raus, weil ich schnell was sagen will. Also, wir haben die Möglichkeit, ihn am Leben zu lassen oder zu erledigen. Jetzt, ich habe mich vorbereitet auf diesen Moment. Und mir wurde zufälligerweise auf YouTube so ein Video empfohlen, wie 10 Arten, wie man ihn töten kann. Und ich weiß, dass man ihn töten muss, weil sonst tötet er sich selbst. Also sonst nimmt er seine Knarre da und tötet sich selbst. Deshalb werden wir ihn mit dem Messer killen. Ich habe mich für diese Art und Weise entschieden. Ja, mehr muss ich glaube nicht sagen. Genauso wie alle das machen würden. Messer rein und es hat sich ausgemessert und jetzt fliegt er noch da raus. Schön hier hinunter. So. Da hat sich dann eigentlich alles erledigt, was ich erledigen kann. Irgendwie habe ich fast Tränen in den Augen. Weil es ist schon ein Game geht zu Ende. Wir haben ihn gekillt. Da muss man sagen, er ist tot, aber irgendwie war es gar nicht mein Ziel. Und wir sind aus dem Casino raus. 100 Leichen im Casino. Wer kommt denn hier?
meine Unterbosse oder wer? Ne, irgendwer anders. Du bist Lincoln Clay, oder? Das ist korrekt. Ich hab's ja gleich gesagt, das Casino wird sein Tod sein. War damals nicht wörtlich gemeint. Aber manchmal kommt's eben, wie man sagt. Besonders, wenn man die falschen Leute anpisst. Weißt du, wer ich bin, Junge? Ich denke, Sie sind Leo Galante. Komm, wir gehen ein paar Schritte. Es wird dich kaum überraschen, aber die von der Kommission wollen dich killen. Dich und alle anderen, die mit der Sache hier zu tun hatten. Das war eine Privatsache zwischen mir und Marcano. Ich verstehe das, Junge. Die anderen auch. Aber diese Branche macht dich paranoid. Wer denkt da klar? Die sehen nur, dass Sal ins Gras beißt. Und fragen sich dann sofort, ob sie nicht vielleicht die Nächsten sein werden. Also checken Sie jetzt, ob Sie mich absägen wollen. Nein. Aber ich habe eine Botschaft an dich. Du hast, was du wolltest. Aber jetzt ist Schluss. Endgültig. Ich habe kein Problem mit euch. Sal hat monatlich 20% gezahlt. Und zwar Cash. Es wurde immer vom gleichen Mann gebracht. Seit 20 Jahren. Ich sehe keinen Grund, das jetzt anders zu halten. Du? Nein, Sir. Dafür lassen wir dir freie Hand. Du kannst tun, was du willst. Ob du Heroin dealst oder an jeder Ecke einen Puff hinstellst. Ist mir alles scheißegal. Uns ist nur eines wichtig. Die 20%. Und was ist, wenn ich entscheide, abzuhauen? Woanders neu anzufangen? Dann haben wir uns heute zum letzten Mal gesehen. Ich wünsche dir viel Glück, Junge. Sie wollen einfach nur die Kohle, alles andere ist ihnen scheißegal. Aha. So, bevor sie dich begraben, triff dich mit Donovan und Vater James. Bei Vater James zu Hause. Weil das heute eher die Abschlussfolge ist, machen wir das auch noch in dieser Folge. Da steht ein Wagen. Schön für uns bereit und wir verlassen das Casino wieder. Am liebsten würde ich irgendwie da bleiben und einziehen da. Weil es ist echt schön hier. Müssen wir uns jetzt entscheiden? Da, also, ich habe mich nur informiert über Sales Tod. Über alles andere habe ich keine Ahnung. Also, was jetzt kommt, keine Ahnung. Für was entscheiden wir uns? Verlassen wir das Ganze oder bleiben wir? Also ich denke ja, unsere Unterbosse, die verstehen sich besser als je zuvor. Eigentlich so. Die waren ja lange eher auf Kriegsfuß. So, 120 gibt er. Oh, wir müssen runter. Ja. Irgendwie war der Tod... Ja, der kam mir irgendwie zu schnell jetzt.
Das ging mir jetzt irgendwie zu schnell. Also meiner Meinung nach hätte jetzt da noch, sie hätten noch was abhauen. Gut, sie hatten nichts mehr. Das war schon so. Wir haben sie ausgeblutet vom untersten Platz her bis ganz nach oben. Na dann, mal schauen, was uns hier erwartet. Ist er tot? Ja, er ist tot. Er und Georgie, beide. Die beste Neuigkeit seit Jahren. Da sagen wir doch Amen, Padre. Und was kommt als nächstes? Was heißt hier als nächstes? Es ist vorbei. Aus. Feierabend. Seien Sie still. Lincoln, nur weil Samarcano tot ist, ist es noch nicht vorbei. Was du getan hast in diesem Ausmaß, das hat einen Sturm in der Stadt verursacht. Und es wird sehr lange dauern, bis der sich gelegt hat, wenn er das je tut. Marcano ist tot. New Bordeaux gehört jetzt mir. Ist keiner mehr übrig, der es mir streitig machen könnte. Das kann nicht dein Ernst sein. Es ging nicht darum, Marcano zu ersetzen. Er sollte entfernt werden. Die Stadt hat genug durchgemacht. Sie braucht keinen neuen Sir Marcano. Diese Stadt, wollen Sie mich verarschen? Die ist ein einziger Sündenpfuhl. Hierher kommen die Leute zum Ficken, Saufen und Kiffen. Halten Sie Ihr dreckiges Maul. Aber das ist die Realität, Padre. Wenn sie keinen neuen Sir Marcano kriegt, scheißt sie selbst einen aus. Er hat recht. Bin ich es nicht, ist es jemand anderes. Wahrscheinlich ist er sehr viel schlimmer drauf. Amen. Link. Damals, als du aus dem Krieg zurückkamst, was hast du mir da gesagt? Dass du weg wolltest nach Kalifornien, alles hinter dir lassen und ganz neu anfangen. Ja, aber... Sehr gut. Du kannst immer noch gehen, Lincoln. Es ist nicht zu spät. Geh und schau nicht zurück. Hör zu, ich würde liebend gerne bleiben und eure Debatte über die Qualitäten diverser Gangsterbosse lauschen, aber ich habe einen Termin. Nur einen kleinen Tipp noch. Diese Wichser, deine Ex-Partner, kill sie. Und zwar allesamt. Begrab sie, bevor sie dich begraben, Kumpel. Wir sehen uns, Padre. Gott vergib mir, dass ich dir bei all dem beigestanden habe, Lincoln. Aber wenn du diese Stadt nicht demnächst verlässt, waren wir Freunde. Ist das klar? Pater. Die menschliche Seele kann nur eine gewisse Menge ertragen. Und meine ist dabei zu zerbrechen. Okay, besteige den Thron oder verlasse die Stadt. Bevor die dich begraben, steige dort. Geradeaus du dachtest, jetzt wäre alles vorbei, wirst du vor deine wohl schwerste Entscheidung gestellt. Verlasse New Bordeaux, fahre zum Plantagenhaus. Okay, was machen wir? Eigentlich würde ich gerne beide Enden sehen. Dafür muss ich wohl wieder auf YouTube gehen, weil das wahrscheinlich hier nicht möglich ist. Und selbst kann ich mich nicht entscheiden. Ah, es ist schwer. Und solange die Musik spielt, werde ich mich sowieso nicht entscheiden. Weil die gerade sehr geil ist. Wenn wir hier hinfahren, müssen wir dann die anderen umbringen? Oder können wir auch mit den anderen weiterleben? Mich würde sehr interessieren, wenn wir hier hinfahren, was dann passiert. Vielleicht wird ja dann sogar Vater James getötet, man weiß es nicht. Unter dem neuen Boss.
Ich will noch ein bisschen Action. Wir fahren hier hin. Wir haben fast nichts mehr. So, also wir fahren mal dahin. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, da die Entscheidung noch was zurückzunehmen, wenn wir dann erst da drin sind. Ja, aber dann ist es halt so. Und ich muss ehrlich sagen, also die schlechte Kritik kommt dem Spiel einfach nicht zurecht. Und diese schlechte Kritik, sie kommt vor allem, ich denke mal, vor allem von Leuten, die das Spiel nicht durchgespielt haben. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich es habe, weil es ist ja noch nicht fertig, aber die Story nicht durchgespielt haben, denn es ist natürlich sehr aufwendig, all diese Dialoge in den verschiedenen Sprachen anzubieten und übersetzen, abspielen zu lassen, all diese kleinen Sequenzen, die wir da zu Gesicht bekommen haben, vom Staatsanwalt, ich glaube es war ein Staatsanwalt, oder? So, noch was die Polizei aufschrecken, hoffentlich nicht. Vom Donovan vor Gericht, also er steht schlussendlich vor Gericht. Wo sind wir? Sind wir begraben? Sind wir in Ruhe gelassen? Ah! Sind wir abgehauen? Ich glaube, es gibt diese drei Varianten. Ja, und wer natürlich nur wegen der Grafik ein Spiel spielt, das ist sowieso das Beste noch die Vision. Da will ich schon einmal fürs Spiel sprechen und dann, ja, macht gerade selbst irgendeine Scheiße. Aber wer nur wegen der Grafik schaut, das macht nicht jedes Spiel aus. Es kann auch viele super Spiele geben, ohne die beste Grafik der Welt. Die einfach vom Inhalt her überzeugen. Und das Spiel überzeugt halt auch wieder die Musik hier, die wahrscheinlich wieder gebannt wird, aber ist ja eh egal in dieser Folge. Und natürlich ist der Anfang ein bisschen träge und so, aber im Allgemeinen hat es mir echt Spaß gemacht hier. Und jetzt wollen wir schauen, was jetzt kommt. Ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden. Also eigentlich, mich nimmt es einfach Wunder, was hier passiert. Verlassen ist so irgendwie einfacher, habe ich das Gefühl. Sal und Georgie sind weg. Und nach dieser ganzen Scheiße gehört die Stadt uns. Das ist die Art Neuigkeit, die man immer wieder gerne hört. Endlich können wir ein paar Dinge in dieser Stadt wieder gerade biegen und ins Gleichgewicht bringen. War mir nicht sicher, ob wir je so weit kommen. Gemeinsam herrschen, alleine herrschen. Er hat gesagt, ich soll sie umbringen, damit sie mich nicht selbst begraben. Ich bin aber ein gut Mensch und ich drücke jetzt mal Q, glaube ich. Sie sagen kein Wort mehr. Vito hat auch nichts gesagt. Alleine möchte ich nicht. Wir machen Q, komm. Wir sind nicht hier wegen dem, was ich oder was einer von euch getan hat, sondern weil wir eine Einheit sind. Und nur solange wir das auch bleiben, kann uns niemand an den Karren pissen. Gleich nachdem er Sal Marcano getötet hat, übernahm er die Kontrolle. Aber die Stadt reichte Lincoln nicht. Er expandierte im ganzen Süden nach Florida, North Carolina und South Carolina. Unfassbar viel Geld kam da rein und er ist klug damit umgegangen. Er hat es verteilt, hat die richtigen Leute geschmiert, regelmäßig. Die Stadt und ihr Lieblingssohn, hm?
Er hat das Hollow wieder aufgebaut. Frisco Fields aufgekauft, den Vergnügungspark wieder eröffnet. So viel Geld und Wohltaten. Lincoln hielt sich für unantastbar. Aber niemand ist unantastbar. Gut, ein paar Schulen und Krankenhäuser sind ihm ewig dankbar. Auch hat er für wohltätige Zwecke gespendet hier und da. Aber nichts spricht ihn los von seinen Verbrechen. Darum war ich für diese Dokumentation. Die Menschen sollen die Wahrheit über Lincoln Clay erfahren. Lincoln hatte seine Finger überall drin. Drogen, Schnaps, Prostitution, was auch immer. Alles, was Geld eingebracht hat, er musste dabei sein. Wenn er in den Morning News war, aufgeplustert wie ein Pfau. Manchmal denke ich mir, oh Lincoln, wärst du doch gleich mit Sammy und den anderen gestorben. Wäre eine Erlösung gewesen für alle. Schluss jetzt! Ich will dazu nichts mehr sagen. Kein Wort. Kommen da die Credits? Ja, die Credits kommen. Es kam also nichts mehr. Ich hab noch irgendwas erwartet. Gut, wenn ich alleine herrschen geklickt hätte, ja, dann wäre vielleicht noch was gekommen. Das war Mafia 3, die Story. Schreibt mir eure Entscheidung in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre wahrscheinlich, wenn es mich jetzt nicht interessiert hätte, was da kommt, wäre ich einfach aus der Stadt rausgegangen. Ganz einfach. Weg. Und irgendeinen anderen kann übernehmen. Irgendwas machen. Ja. Wäre mir relativ egal gewesen dann. Die Frage ist nur, wer wäre das gewesen? Einen von unseren drei wahrscheinlich. Hätte sich da durchgeringt. So, ich habe schon einige Sachen gesagt auf der Fahrt. Es war Mafia 3. So, muss ich wieder schnell... Wegen meiner leichten Erkältung immer noch. Es war Mafia 3. Es bekam viel Hate oder auch schlechte Pressestimmen. Es gab auch gute. Also so ist es ja nicht. Und ich bin froh, habe ich es durchgezogen, gespielt. Habe ich es gekauft. Es ist mit Mafia 2 nicht unbedingt vergleichbar. Mafia 2 geht schon noch ein bisschen in eine andere Richtung. Ich hoffe... In 5, 6 Jahren können wir in Mafia 4 sehen, das vielleicht auch die Fehler von Mafia 3 auskorrigiert. Darf ich Sie mal auskorrigiert. Fragen? Oh. Senator! Wo waren Sie, als John F. Kennedy ermordet wurde? Ich weiß es nicht mehr. Zu Hause, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Zu Hause, glaube ich. Wissen Sie, wo ich war? In einer verpissten Hütte in Vietnam. Hab gerade eine alte Frau zerstückelt. Scheibchen für Scheibchen. Und raten Sie mal, warum? Weil ihr Sohn NVA-Offizier war. Sonst hätte er nie das Maul aufgemacht. Was reden Sie denn da? Was hat denn das zu tun mit unserer... Was er uns erzählt hat, hat einem ganzen Zug das Leben gerettet. Das sind 42 Männer. Männer, die einen weiteren Tag überlebt haben, weil ich eine alte Frau zersägt habe. Danke, Mr. Donovan. Ich Sie glaube, bleiben wir... da sitzen und halten Ihre Fresse! Wie eine Bestie habe ich da gewütet. Im Auftrag unserer Regierung. Das verfolgt mich mein ganzes Leben lang.
Ich hab's getan, weil ich an unsere Sache geglaubt habe, an das, wofür diese Nation steht. Ich stand in der Hütte, arschtief in der Jauche, um mich herum die Einzelteile der alten Frau. Da sagte mir einer, der Präsident der Vereinigten Staaten ist gerade abgeknallt worden. Da wusste ich sofort, dass ich das nicht so stehen lassen kann. Ich war bereit, alles dafür zu tun, um dieses Scheiß-Attentat zu rächen. Was reden Sie da eigentlich? Ich sage gerade, dass Selma Kano mit der Hilfe von ein paar Verschwörern der Mörder Kennedys ist. Das ist ja wohl das Dümmste, was ich je gehört habe. War ja klar, dass Sie das sagen. Jeder bleibt. Ach was. Sie sind nicht ganz bei Trost, damit kommen Sie. Ich habe rein gar nichts gegen ehrgeizige Menschen, Senator. Und Sie waren ja besonders ehrgeizig, richtig? Sie haben Rechtswissenschaften studiert, irgendwann waren Sie Staatsanwalt. Und jetzt sitzen Sie sogar im Senat. Nach Makanos Tod habe ich in seinen Akten geschnüffelt. Mann, war ich überrascht. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft ich auf Ihren Namen gestoßen bin. Die Mafia wollte Kennedy tot sehen und Sie waren nur zu gern bereit, dabei zu helfen. Die ganzen Kameras, die Zeugen, ja, das kommen Sie nicht durch. Die sollen ja alles mitzählen, du verdammtes Arschloch. Was hat dein Name sehen soll sie? Das ist erst der Anfang. Denn du bist für mich nur sowas wie ein Startschuss. Nein. Und ihr seid die Nächsten. Gentlemen. Gentlemen, und läuft raus, oder was? Okay, geile Videoausschnitte noch. Haben jetzt zwar nicht gerade viel mit der Story zu tun. Jetzt kommt nochmal das Ganze, oder wie? Da stehen die ganzen Personen, die für die ganzen Sachen da zuständig waren. Ich kenne nicht mehr alle, ehrlich gesagt. Vor allem hier unten, denn das sind ja eher die Alvarez, sagt mir noch was. Das war der. Den haben wir gerettet, oder? Glaube ich, war das der. Additional Voice stehen ganz viele Leute. Ja, weil es sind ja auch viele Stimmen vorhanden. Und es ist nicht leicht, ein Open-World-Spiel zu machen in der heutigen Zeit, das einfach der großen Masse einfach zusagt. Das ist einfach nicht einfach. Also da die große Masse braucht eine super Grafik. Die Spielwelt muss sehr interaktiv sein. Die KI muss top sein. Und das ist nicht leicht. Und das Studio, Hangar 13, ist ja nicht ein Riesenstudio. Das hat ja nicht, das hat auch nicht solche Möglichkeiten, so ein super top Spiel zu machen. Deshalb bin ich absolut zufrieden mit dem, was sie da gemacht haben. Natürlich hat es Sachen dabei, die blöd sind. Zum Beispiel, wir haben ja vorhin gesehen, in der letzten Folge oder so, ein Polizeiauto hat einen Zivilist überfahren. Wer war schuld? Wir. Wir fuhren dahinter und plötzlich wurden nach uns gefahndet. Das fand ich wieder mal, ja. Ja, es gibt einfach solche Momente. Aber es gibt's in jedem Game. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir schauen natürlich noch weiter, denn da kommt vielleicht noch was. Bisher überrascht es ja mit vielen Videos. Vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, alternative Enden anzuschauen. Oder sonst noch Sachen anzuschauen. Ja, 54 Minuten Folge bisher, läuft auf jeden Fall. Ja, was soll ich noch sagen? Die Musik ist leider gerade ein bisschen leise. Natürlich war 2K auch noch beteiligt daran, aber das ist eher der Publisher. Der kümmert sich um andere Sachen. 2K Las Vegas.
Italy oder wie? Oder International. Ja, ich würde mich freuen auf den Nachfolger von Mafia 3. Ich denke, den werden sie schon liefern. Weil verkaufstechnisch war das Game nicht schlecht. Und das lag aber eigentlich daran, dass... Ich glaube, es war das Game, ja. Dass keine Presse das Game vorher bekam. Also keiner konnte irgendeinen Bericht darüber machen. Außer die Entwickler sagten selbst was dazu. Ihre eigenen Bilder und so. Aber sonst konnte keiner das früher spielen. Und deshalb haben sich das so viele Leute gekauft. Und nachdem haben erst alle rumgemeckert. So, ja, China kommt hier auch noch. Kann man das skippen? Leider nein. Wudi und Wudi 1. Xu Lei und Xu Rui. Du Ching. Chung Ching Jan. So. Kan Liang. Da sind die Tester. Die haben es wohl nicht ganz hingekriegt. 60 FPS. Aha. Also die Videoausschnitte, die waren gut. Das ist auch die eigentlich perfekte Mischung. Für mich braucht es nicht in einem Game ständig Videoausschnitte, denn sonst wird man einfach immer wieder rausgeschmissen. Kommt drauf an natürlich, wie was man sonst macht im Spiel. Aber es war perfekt abgemischt, finde ich so. Natürlich war die Qualität jetzt nicht obersuper gut, aber man kann sie auch als Film sehen, dass es als Film gemacht wurde. Pullman Sound. Additional Development, das wird wohl das, ist das das DLC vielleicht? Weiß nicht. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich habe es mir noch nicht ganz so angeschaut, was überhaupt kommt. Was sie da noch nachliefern, das frage ich mich irgendwie. Aber das ist allgemein so, wenn man die Hauptstory durchhat, was dann im DLC noch nachgeliefert wird. Zum Beispiel Fallout. Ja, aber ist auch so eine Sache. Da hätte ich alle DLC, habe ich aber schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe einfach keine Zeit. Weil Fallout ist so ein Spiel, das brauchst du stundenweise. Bis du nur schon von einem Ort zum anderen gelaufen bist. Und so viele Quests gibt's da. Aber da haben sie auch Jahre dran gearbeitet, natürlich. Production Babies. Special Thanks. Mir fällt auf, dass es viele mit dem gleichen Nachnamen gibt. Der Knotter. Lukas Gerber, Chlo Gerber, André Gerber, Daphne Gerber. Alle gleichen Nachnamen. Es hat sehr viele hier. Wie wenn einer von denen bei denen arbeitet, dann können gerade alle anderen auch noch. Oder vielleicht sind das einfach so prominente Namen, dass die so viele hat. Take Two Sales. Ja, also ich glaube, bald sollte es dann mal zu Ende sein, jetzt vielleicht. Aber man kann sogar noch eine Liste abrufen, wenn man das noch will. Weil man es nötig hat. Jetzt let's. Und wir sind wahrscheinlich im letzten Geschäft, könnte ich mir vorstellen. Ne. Im Titel, ich drücke mal auf Weiter. Das ist übrigens der Titelbildschirm. Was ich schade finde, man kann nicht eine Spielsession anlegen. Und danach noch ein neues Spiel beginnen, kann man nicht.
Wir sind wieder in der Spielwelt. Und wir können jetzt einfach durch die optionalen Aufträge machen, oder wie? Das wird es wohl sein. Ja, genau. Wir können schnell in die Sammlung reinschauen. Wir haben immerhin 50% gesammelt. Auch Alben. Zum Beispiel. Oder auch natürlich die Gemälde hier, die wir alle gefunden haben. Dann die Playboys. Die es da so gab. Ich darf vielleicht nicht alle zeigen, weil man weiß nie, die Hot Rod Magazine. Alles so zeitliches. Es war vielleicht ein bisschen viel. Zum Beispiel Propagandaplakate haben wir nicht gerade viel gefunden. Und dann noch ein anderes Magazin, das Repent. Ja. Aber im Großen und Ganzen, wir können da mal auf Spiel verlassen. Wo komme ich dann hin? Ja, da komme ich in den Black Screen. Das war Fabian LP. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns eventuell bei den DLCs zu Mafia 3. Mal schauen, was da kommt. Bis dahin. Tschüss.